Hallo und herzlich äh, willkommen. Heute das nächste Review und auch das letzte der ersten Core City Corner Serie, denn wir sind bei der C0105, überraschenderweise das fünfte der ersten Serie mit 389 Teilen und das Ganze für 10 Euro damals 2020 bei... Ähm Steingemachtes gekauft. Ihr seht hier einen wunderschönen äh, Store. Das hier ist ein Fashion Department Store. Ja, also wir sehen hier oben auch schon ein großes Geschenk drauf, was das Ganze auf sich hat. Zeige ich euch sofort auch hier einmal die Anleitung, wie in allen anderen vier Sets natürlich. Das vorher gebaute ist ausgegraut, das aktuelle ist in Echtfarben. Hier seht ihr die anderen Sets, die habe ich alle schon vorgestellt aus der Serie. Wir haben hier Tüte mit Ersatzteilen kommt aus allen Sets sozusagen. Deswegen seht ihr hier Blumen und sonstiges. Wie gesagt, ich habe das alles zusammengeworfen, weil ich das alles hintereinander weggebaut habe. Auch dieses Set ist eines, was ich als schon mal gebaut habe, dann abbauen musste und dann nochmal gebaut hat habe, ähm, was dazu führt, dass zum Beispiel einige Sachen nicht mehr so toll halten. Aber das Schlimmste ist eigentlich die Rose, die ich euch letzte Woche gezeigt habe. Ähm, ja, wir haben hier diesen Fashion Department Store, der hat halt. Weil es ja City Corner ist, hat er hier quasi einen 90-Grad-Winkel. Warum? Damit man nämlich von dieser Seite Häuser dranstellen kann und von dieser, weil es eine Ecke ist. Also jeder dieser Sets hat quasi eine Ecke. Vorweg, alles, was ihr seht, ist bedruckt. Es gibt keine Aufkleber. Wir haben hier um ein schönes Schild, was darauf ähm, hinweist, dass wir jetzt hier einkaufen können. Nämlich Just for You. So, hier pflücke ich immer diese komische Lampe ab an der Straße. Wir haben hier oben, wie ihr seht, weiß-blau gehaltene Sachen. Wir haben hier oben ein Fenster auf der Seite. Wir haben hier oben eine Uhr, schön bedruckt. Hier drunter haben wir auch nochmal ein Schildchen bedruckt. Hier runter dieser Brunnen, der fällt mir auch andauernd ab. Da muss ich auch immer aufpassen. Ist auch nicht mein Lieblingsding. Wir haben hier auch, wie ihr bei vielen ja gesehen habt, solche. Markisen, die runtergehen. Wir haben da zwei Blumen in der äh, Blumenfensterbank und hier. Das Ganze können wir uns auch von hinten anschauen und dann werdet ihr feststellen, hier ist nämlich nicht mehr so viel Platz wie in anderen Häusern. Ist ja auch nachvollziehbar, weil diese natürlich etwas äh, oder dieses hier natürlich durch die Ecke etwas eingeschränkter ist. Wir können hier oben noch so ein bisschen reingucken, ähm, haben auf der Seite noch so ein paar Kleinigkeiten stehen. Unten seht ihr auch noch, da ist zum Beispiel ein Diamant, hier in einer Vase oder in einem ähnlichen Teil und hier. Haben wir gar nicht mehr so viel. Hier ist nur so ein kleiner Encounter zum Einkaufen. Das war es. Sehr mh, überschaubarer Shop, möchte ich sagen. So, jetzt kommen wir mal zum Highlight. Denn ihr seht, hier auf der Seite ist noch ein Pin übrig. Hier sind schon zwei. Das hat einen Grund. Man kann nämlich diese ganzen Sets zusammenschieben. Und wenn man die zusammenschiebt, kriegen wir ein wunderschönes Bild, nämlich ein schönes Straßenbild. Ich schiebe das jetzt mal zusammen. Äh, man muss nämlich aufpassen, manche passen nicht aneinander. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Ähm, und was auch blöd gemacht ist, diese Pins hier unten halten wie Sau. Das heißt, wenn man die auseinanderziehen will, reiße ich eher einen Teil vom anderen Set ab. Hier ist es noch nicht so schlimm. Ähm, aber später bei den anderen Serien ist das leider eine Katastrophe. Ähm, weil das dazu führt, äh, weil die anderen Serien etwas anders gebaut sind. Das seht ihr dann ab nächste Woche. Aber hier seht ihr mal, wenn man alle fünf nebeneinander steht, hat man eine wunderschöne. Straßenzeile. Und jetzt kommt das, was ich in keinem bisher reviewt habe, weil es erstmal unscheinbar war, aber das ist hier vorne. Hier vorne seht ihr grau, dunkelgrau und hellgrau, quasi den Gehweg und so ein bisschen, ja, so ein Graben. Das heißt, man kann jetzt, und das meine ich damit, ich reiße diesen Brunnen immer wieder ab. Ja, das, ich, das, das, ich bin prädestiniert dazu, dass dieser Brunnen immer abfällt. Ich versuche das mal hochzuheben, weil es auch ein bisschen, es hält nur an zwei, es hält dann wirklich leider nur an diesen zwei, ähm, das geht an diesen zwei Pins. Aber so seht ihr quasi die ganze Zeile. Und es sieht einfach schick aus. So nebeneinander. Alles wunderbar. Ähm, Problem ist, man hat auf der zweiten Serie angefangen, den Stil dieser Häuser etwas zu ändern. Äh, das Ganze zeige ich euch dann in der nächsten Woche. Sagt doch erstmal, was ihr davon haltet. Ich finde das eigentlich eine schicke Idee. Weil alles nebeneinander stehen hat. Man könnte natürlich jetzt hier noch mal welche dran setzen. Und die Ecke hier hin. Man kann hier auch direkt eine Ecke und kann dann nach hinten weggehen. Das kann man äh, machen, wie man möchte, wir haben hier die Ecke, das heißt man kann quasi hier auf der Seite hier vorne wieder andocken, die nächste Zeile zu machen. Ähm, Finde ich eigentlich ganz schick die Idee. Man müsste halt nur gucken, inwieweit das umsetzbar ist und ich nicht so viel abpflücke. Ähm, also da auch zum Hinstellen wunderbar. Und wenn man es auseinanderzieht, wie gesagt, bei diesen hier geht es eigentlich noch. Aber bei den anderen, das darf ich nämlich darauf hinweisen, falls ihr noch diese hier irgendwo habt, rumliegen habt oder diese mal aufbauen wollt, ihr müsst aufpassen, erstmal pflückt ihr alles Mögliche auseinander. Und zweitens, ja, hier geht es gerade auf. In vielen geht es leider nicht gut auf. Das heißt, man ist äh, sehr. Man ärgert sich sehr. Und ihr seht, ihr seht ja, ich habe hier. Jetzt habe ich hier unten schon die Wand rausgerissen, ohne dass ich es auseinander gekriegt habe. Ähm, und ja, jetzt fällt hier alles ab. Ich würde sagen, ich lasse das jetzt einfach mal so und kümmere mich gleich um den Rest äh, und baue es wieder auseinander, weil. Ja, das ist. Ähm, ist leider so. Diese. Pins halten. Ich meine, das ist ja auch gut, dass die Pins halten, aber die halten so fest, dass da halt die ganzen Sets damit äh, zerrödelt. Ähm, und deswegen stecke ich die eigentlich nicht gerne zusammen, weil mir dann alles entgegenkommt, wie jetzt hier oben auch die Kaffeetasse. Ähm, wir lassen das einfach so, wie es ist. Ich äh, hoffe, euch hätte, haben die Sets gefallen. Das gehört hier auch noch zum Kaffeeshop. Das ist mir abgefallen. Ähm, euch haben die Sets gefallen. Mir haben die gefallen. Ich werde nächste Woche weitermachen, nämlich mit der zweiten Serie. Und dann zeige ich euch die Unterschiede zur ersten Serie. Und auch, wenn man die zusammensteckt, wie das Ganze aussieht. Beziehungsweise, ich äh, weiß noch nicht, ob ich die zusammenstecke, weil in den anderen Sets wird man mehr abreißen als hier. In dem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.